Das sollten die schaffen. Also gerade Ja, mit dem. dann haben sie quasi über einen 10er Wert im Bogen. Also ich denke, das ist realistisch. Das sollten die hinkriegen. Die können wahrscheinlich einen 10er Wert haben plus Spezialisierung. Dann haben sie 12 plus Attacke Basis, Fernkampf Basis, der könnte 7 sein, wenn sie nicht so gut sind. Ja, Ist auf jeden Fall Mindestwert 19. Dann würfel mal den Schaden aus. Habe ich schon. 2x4, 5. 2x5. 9 für beide. Genau, der Rüstungsschutz von den Lederschwingen ist 0. Oh. Die haben keinen Rüstungsschutz. Eine Konsti? Ich muss gerade gucken, ob die eine Konsti haben. Nee, Konsti ist nicht gegeben. Das wird nur sicherlich. Das wird sicherlich einen Gefahrenwert vergleichen. Steht hier. Gefahrenwert ist nur 6. Wow. Danke für das Gespräch. Sind einfach als. Viele sind sie dann einfach gefährlich. Nee, das ist auf alle Fälle eine Wunde und die müssen sie erstmal versuchen zu ignorieren. 1, 2. Das sieht gut aus. Der eine kriegt nochmal 5 und der andere kriegt 3 Schaden. Der eine stürzt auf alle Fälle ab, der andere fliegt weiter. Da sind vor allem den Maro mit, oder? Ja, das auch. Wie hoch sind die gerade? Wunden, 1, 2, eine Wunde. Schauen wir mal nach, was das für eine Höhe ist. Ihr seid auf 20 Schritt von der Wasseroberfläche. Ich gebe nochmal 1W10. 1W10 Höhe. 8. Boah. Also 8W6 minus 8 für den Sturz. Sind 21. Das wird dem Maru und der Lederschwinge die Beine brechen. Beide raus. Dann wisst ihr, wen ihr auszeichnen dürft. Oh yeah, die Adlerbahn schützen auf dem Dach. So. Change to Object. Wäre natürlich besser, wenn ihr noch mehr da oben hättet. Adlerbahn mit der 13 ist durch. Vermis, Gulmaktar und Vespertilio Organo mit der 14. Allerdings vorher Eldan. Eldan liegt nochmal vor. Ja. Entschuldigung, Ömer 24. Was sag ich den Schützen hier? Tun die nichts? Die laufen. Ömer. Ja, Ömer möchte nämlich ganz gerne versuchen, jetzt hier. Ömer lässt das. Das Nachladen einfach sein. Er lässt den Pfeil einfach fallen, wenn der schon losrennt. Er rennt nämlich hierhin. Und er will jetzt versuchen, das war in so halb so ein Stück Stoff eingeschlagen, das Stück Stoff zu greifen, den Gegenstand, wer auch immer das ist, an sich zu nehmen und dann weiter zu rennen. Ja, erste Aktion, Position und dann zweite mit 8, zum Greifen. 8 hierhin greifen und damit 8 wieder gleich weiter, wenn alles gut geht. Ja, nee, ich würde dann, um das umzuschlagen, würde ich dir noch eine zweite Aktion abluchsen. Alles klar. Dann ist Ömer vorgezogen. 13, die Schützen bewegen sich noch weiter, die hinten, die sich noch nicht bewegt hatten. Beziehungsweise, ich glaube, die anderen können dann den anderen Sklaven hier fällen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Eldan liegt weiter zuckend am Boden. Homeria Krieger, den habe ich noch. Der wird jetzt wahrscheinlich niedergemoost, aber er wird noch versuchen, zweimal Eldans Befleckte anzugreifen. So, Meria, Helvara 1, die 2. Das gelingt nicht, mit der Überzahl wird das nicht schaffen. Dann wird er sicherlich gleich niedergemacht, den können wir schon mal dann rausnehmen. Dieser Meria ist egal. Zustand, Change Object. Meria ist fertig. Dann ist Vespertilio Organo und Vermis Gulmaktar dran. Möchte doch vielleicht ganz gerne vorziehen. Ja, jetzt darfst du. Ich möchte mit einer Aktion mein Artefakt auslösen. Ich spreche den Satz, der Sinn, der gibt mir Schutz. Und der Armatrutz zündet. Was tut dein Artefakt? Es verleiht mir einen Armatrutz im Wert von 5 Rüstungspunkten für eine Spielrunde. Eine Spielrunde, 5 Minuten, Aktion, Auslösung, ja. Also du musst eine volle Aktion, also keine freie, zum Auslösen des Artefakts. Was ist das für ein Artefakt? Das ist ein kleiner, wie ein Drachenschild geformter, ja, wie nennt man das? Eine Anhänger? Kleine Kachel aus Ulmenholz, Blutulme. Anhänger oder was? Genau, um den Hals. Gut, erste Aktion. Unter der Rüstung wird es jetzt vermutlich ein bisschen warm. Willst du noch eine zweite Aktion benutzen oder aufsparen? Schildziehen sind 5 Aktionen, von daher nein. Gut, Vespertilio Organo fliegt weiter. Der wartet erstmal darauf, dass gelandet wird. Und zwar hat er sich auf den Rücken geschwungen, auf den Rücken einer Lederschwinge. Während Vermis Gulmaktar sehr unwürdig, das könnt ihr erkennen, in den Krallen gehalten wird. Ebenso wie die Marus. Das sieht nicht ganz so elegant aus wie das, was Vespertilio da tut.
Vespertilio Organo ist ein spindeldürrer, hochgewachsener und vom Alter gezeichneter Mann mit schulterlangen Haaren, schlohweiß, eine zerschlissene graue Magierrobe und einem Zauberstab aus poliertem schwarzen Holz. Um die 60, 70, 80 Jahre alt, so genau könnt ihr das nicht einschätzen. Sein Kamerad, sein Kollegus, ist ein kleiner, korpulenter Mann mit öligen, schwarzen Haaren, die allerdings jetzt unter einem Turban versteckt sind. Offensichtlich beides Thulamiten, beide in die Jahre gekommen, ähnlich alt. Vor allem bei Vermiskul Maktar könnt ihr viele blinkende Ringe, Amulette und eine Tiara erkennen, die er zusätzlich dann eben auf seinen Turban geschlungen hat. Also dieser Mann glänzt und blinkt am ganzen Körper. Abelmir, 15. Ich bereite einen Zauber vor. Was bereitest du vor? Ein Ignisfero. Dauer 7 Runden. 7 Runden. Möchtest du verkürzen? Um Aktion. 3, 2, 1. Nein, gut. 7 Aktionen. Die ersten zwei Aktionen sind durch. So, 15. Die Magdalena Nata sind alle tot. 18. Jalan hat noch eine Aktion. Ich möchte mich 6 Schritt bewegen. Sorry, ich kann nur 4. Ja, plus 2 freie Aktionen, dann bin ich hier bei 6 Schritt. Passt. Also ich nehme an, die Befleckten werden jetzt schon den Paktiere niederknüppeln. Ja, sind sie gerade bei. Gut. Und irgendwie nebenher, wenn es mir gestattet ist, nochmal die Schützen anbrüllen. Nichts Verständliches, einfach nur hey, vorwärts! Keras, 21. Erste Aktion benutze ich, um Eldern einen Heiltrank in den Hals zu stecken. Hört schon auf zu schreien. Das dauert zweite aber Aktion. Auch. Okay. Heiltrank vom Gürtel ziehen sind 4 Aktionen. 4 Aktionen. Okay. Ich schenke es dir einfach mal, dass du auf ihn zugehst. Das wird geschenkt, aber 4 Aktionen vom Gürtel ziehen. Kann ich in der gleichen Aktion meinen eigenen Trank ziehen und mir in den Hals stecken? Würde ich dir erlauben, ja. Was machst du mit deinen Waffen? In den Gürtel. Hast du Schnellziehen? Ich schaue gerade. Gut, dann ansonsten schnell ziehen, beziehungsweise auch schnell wegstecken, ist dann frei. Und ansonsten kannst du dann, müsstest du überlegen, was du mit deinen Waffen tust. Aus dem Rucksack holen dauert natürlich noch länger, aber... Gut, ich trete auf Eldern zu, steck praktisch beide Waffen in den Boden, zieh die beiden Tränke, trink selber ein, steck die rein und zieh dann wieder die Schwerter aus dem Boden, während ich aufstehe. Also, hast du schnell ziehen oder nicht? Nein. Dann dauert das Hinlegen eine Aktion. Fallen lassen ist was? Fallen lassen ist was anderes. Na gut. Fallen lassen ist mit regeltechnischen Nachteilen verbunden. Gut, also, wir halten fest, du hast kein Schnellziehen, du lässt deine Waffen fallen. Ja. Okay, dann, Ömer hat er schon vorgezogen. Paligan könnt ihr jetzt auch erkennen. Eine Gestalt, die nicht so ganz zu den anderen Wesen passt. Ihr habt ihn bisher nur teilweise gesehen. Jalan hatte einiges von ihm gehört, aber wirklich erkannt. Ragnar hatte damals durch dieses merkwürdige Artefakt hindurchgesehen, genauso wie der Magier mit Brindigian. Ihr habt nur Geschichten gehört von dem Alanfana, von dem Grandensohn. In einem Mantel gehüllt kommt er auf euch zugeflogen. Fließende Strukturen. Ein hagerer, feingliedriger Mann. Lange Schatten, die er wirft, auch wenn er sich dort in der Luft bewegt. Er sieht aus wie eine Spinne. Dämonisch-schwarzes Wasser füllt seine Augenhöhle und perlt ölig an den Wangen herab. Der glänzende Kahlkopf und das eingefallene Gesicht täuschen ebenso wie die verhüllte Baritonstimme über das wahre Alter hinweg. Der nachtblaue Mantel wandelt sich fließend, formt sich zu überdimensionierter Fantasieuniform. Zu einem Kostüm zeigt immer eine verzerrte Spiegelfratze gleiche der Wasseroberfläche. Nur aus Schmerzen kann Neues geboren werden. Und nichts ist schmerzhafter als die Plagen, die ich bringe. Fliegt eigenständig. Und zwar landet er an dem Tippel. Nächste Kampfrunde.
11, die Befleckten. Allerdings ziehe ich jetzt vor, und zwar mit Palligan. Und ich möchte auch vorziehen, machen wir schneller. Was ist Initiative 18? 20. Dann ist er schneller. Dann ist er schneller. Palligan stürmt auf dich zu, beziehungsweise nein, du müsstest vorziehen, er kann erkennen, was du tun willst. Was würdest du tun wollen? Ich würde ihn später greifen und hier hingehen. Also mit einer Aktion. Du läufst also... Also genau. eigentlich, ja. Du läufst in Richtung dieses Adlerbanners oder möchtest du noch weiter? Ja, ich will in die Taverne, also ich würde bis dahin wollen. Gut, dann setzt er jetzt mit einem Aquafaxius auf dich an. Muss gerade. Wenn du eine Aktion durchkriegst, eine Rammtrunde durchkriegst, dann habe ich das Problem. Ja, ich muss gerade mir mal ansehen. Wechseln wir hier gerade mal ein Buch hin und her. Faxius sind vier Aktionen. Vier Aktionen. Gut, dann. Möchte er verkürzen und schießt dann nach zwei Aktionen. Du kannst also in dieser Aktion sprinten und danach kommt er durch. Du kannst dich jetzt also bewegen. Ja. Bis hierhin, dann in die Taverne hinein und dann in die Ecke rum, damit wir aus der Sicht. Gut. Viel Spaß mit dem Aquafaxius. Ja. Der wäre noch so ein Homer, ja. Dann verfolgt er dich, setzt seinen Aquafaxius an. Kann er das Ziel noch verändern? Ich glaube nicht, nein. Nein. Die Sicht kommt bei der Ziel, die einzelne Person dabei. Ist nämlich Teil des Zaubers. Wenn die wegfällt, fällt der Zauber weg. Gut. Er würfelt sozusagen seine W6 und die Hälfte der ASP sind Verlust. Ja. Wenn er Zauberer ist, dann könnte er aber Zauberkontrolle haben. Also meisterliche Zauberkontrolle. Ja, klar, aber die Hälfte verliert er trotzdem. Ich muss gerade überlegen, was er da bereithalten, um das Problem, was er jetzt hat, oder was er nicht hat, weil er ist ja mit der Geschwindigkeit schneller. Er sieht ja, dass du dahin läufst und er würde sehen, dass du vor ihm das Ziel erreichst, weil er ja weiß, dass er zwei Aktionen braucht. Das heißt, er kann diesen Zauber, kann er ja, weil er eben weiß, was du vorhast, kann er auf ein anderes Ziel ansetzen. Du kannst theoretisch meines Erachtens auch so hingehen, kannst sagen, jetzt hier, wenn ich diese Strecke geschafft habe, die Hälfte davon, die 12, dann kommt ja mein nächster Sprint 8 Initiative Phasen später, aber da ist er ja wieder 8 Initiative Phasen später, kommt sein Schuss und stimmt. Er ist dann trotzdem schneller als ich. Das heißt, er könnte mich hier während des Sprints erwischen. Genau, würde ich so annehmen. Genau, also das ist sowieso erstmal ein Brunnen. Das heißt, du kannst dich dann hier hinstellen und hinter dem Brunnen würde ich dich dann erwischen. Aquafaxius. Der Aquafaxius erscheint im 5. Ja. Du kannst sowieso nichts tun, Jalan, du siehst das noch nicht. Ja, nee, ich war nur gerade wegen der Dings, wenn ich verwirre, was passt alles. Wieso, ich bin was? So doof. Ich bin so doof, um bis um 8 zu zählen, ist alles gut. Dann bekommst du... Ich sag einfach mal nur 3. 3 Würfel. Darf man versuchen auszuweichen oder ist es nicht gestattet? In deinem Rücken würde ich dir nicht. Ich erschwere es hier um 8. Also theoretisch, wenn ich überrascht bin, müsste ich in die Intuitionswurf verhauen. Mach mal einen Intuitionswurf. Ja. Dann darfst du ausweichen, erschwert um 8. Erschwert um 8, okay. Normalerweise noch um 5 Aquafaxius. Weil du in seinem Rücken stehst da. Du läufst ja vorhin weg. Ja, klar. Komm, das schaffst du. Ich habe hohe Initiative, deswegen habe ich noch einen Punkt mehr, also trage ich nur 7 Punkte Erschwernis ein. Weil ich einen Punkt Erleichterung bekomme auf meine Handlung. Ja, völlig okay. Also ich würde Glück einsetzen, das zu wiederholen, wenn Glück da ist. Glück ist da. Ist da. 4. Dann darf ich 6 Würfel rausnehmen von seinem Schaden. 6 Würfel? Okay, dann bleibt nichts, sondern nur noch die ZFP-Sternchen, ne? Ja, aber mein Sprint endet hier, ich stehe jetzt hier dafür. Weil ich ja meinen Sprint abgebrochen habe, freie Aktion ausweichen, meine Initiative sinkt um 4 und erst nächste Runde deutlich schneller als ich. Sehr schön, danke fürs Mitrechnen. Dann bekommst du noch 5 Schaden in den Rücken. Ist keine Wunde, also... Hast du jetzt 7 Gedenken gesagt? Nee, nur noch die ZFP-Sternchen, die überbleiben. ZFP-Sternen gehen aber nicht in den Faxos rein, nur in den Serum. Ach so, okay, gut. Dann wirst du getroffen.
Nee, wirst du nicht getroffen. Nein, alles klar. Ich hab Glück und kann etwas, etwas angeschossen sehen und springe zur Seite, lande vielleicht hier im Matsch, kann mich noch gerade so in die Hocke wieder aufbegeben, um gleich weiterrennen zu können, weil ich bin regeltechnisch nicht gestürzt. Aber ich muss mich gleich nächste Runde einmal eine Aktion positionieren, um was anderes außer freies Ausweichen machen zu dürfen. Ja, du siehst wohl, wie die Wasserlanze vor dir in das Fenster hineinstiebt und einem der Schützen den Kopf wegschießt, der dann ohne Kopf zusammenbricht, den Pfeil und Bogen einfach nur noch loslässt und auf die Knie sinkt. So, das war Palligan. Die Lederschwingen würden... Ja gut, die müssen ja sowieso handeln, aber ihr könnt jetzt vorziehen. Ja. Ich habe ja 3 Aktionen die Runde. Aha. Hast du? Du sagst, ja natürlich, ich bin Paradekämpfer. Ich hätte im Prinzip 3 Aktionen. Dann hast du 2 Aktionen und wenn du parierst, hast du eine dritte. Beziehungsweise hast du eine zweite Parade. Du hast, keine, 3. Nein. Nein, das geht leider nicht. Nein, und das geht auch nur, wenn du eine Paradewaffe in der Hand hast. Du hast keine Paradewaffe in der Hand. Jetzt nicht, das stimmt. Punkt ist, du hast nur 2 Aktionen für Dinge, die nicht kämpfen. Du hast 2 Aktionen. Ich trage ihn vor, um ihn jetzt den Trank in den Mund zu schieben. Und dir auch. Gut, dann würfel mal bitte aus. Du hast einmal für dich ein... Was ist das, ein D oder ein E? Nee, deiner ist ein F-Trank. Meiner? Nee, ich trinke keinen Heiltrank. Ich trinke das Kraftelixier. Kraftelixier. Ja, ich kriege jetzt 7 Stärke dazu. 7 Stärke für dich. Und was kriegt Eldan? Ein D-Trank. Der kriegt 3W6 plus 6. Nee, Moment. Du ziehst Heiltrank von deinem Gürtel. Ja. Er hat mehr als einen. Ich habe 4 Heiltränke. 4 Heiltränke? Na, natürlich, ich bin verdammt gierig. Ich steck mir alles ein, was ich nicht... Dann würfel den Heiltrank aus, damit Eldan wieder zu Bewusstsein kommt. Keras hat vorgezogen, 21. Der nächste. Will Jana noch irgendwas tun? Ich möchte mich natürlich zu Immer werfen. Also auf Immer zu rennen oder davor schmeißen? Richtig, ich sprinte zu ihm. Jetzt siehst du, dass er dieses Tuch in der Hand hat. Immer wieder flackert das blaue Licht beim Rennen, als er hier lang gerannt ist, über den ganzen Hof. Wahrscheinlich ist das Ding mehr oder weniger so eine blau leuchtende, fast schon sirenenartiger Gegenstand, den er da hat, der in seinem Tuch ist. Ja, ich stelle mich da hin, irgendwie 2 Aktionen noch. Kommt her und holt mich! Während ich das Schwert den Lederschwingen entgegenrecke, die hoffentlich jetzt gleich erschossen werden. Ja, die Lederschwingen sind auf der 11 dran und die würden sich jetzt bis hierhin bewegen können. Eine Sekunde. Ja, okay, die würden eh nicht treffen bei einer 17 oder was auch immer die... Nee, bei einer 19, was die Schützen haben. Also, sie könnten bis hier, zu diesem Punkt, könnten sie hinfliegen. Allerdings können vorher alle anderen handeln. Ja, das Problem ist, die Schützen können alle... Treffen wahrscheinlich alle so auf die 2 oder so, wenn sie schießen. Mann, wenn sie einen 20er-Dings haben. Fernkampfwert. Ja, wir haben das ja gerade eben schon ausgerechnet. Also, ja. Die haben gerade eben schon irgendwie nur auf die 4 getroffen oder so. Und jetzt sind sie noch eine Distanzklasse weiter weg. Kannst du einfach mal würfeln, du hast ja immer 10 Stück. Okay, dann die beiden hier, die sind nicht ganz so weit weg. Sieht nicht so gut aus. Nee, das werden sie nicht schaffen und die anderen 10. Dann die hier. Achso, da ist wahrscheinlich einer. Dann wahrscheinlich auf die 2 oder sowas. Oder auf die 4, weiß ich nicht. Das sind 5 Leute. Ja, einer trifft sogar. Oh. Ja, sehr gut. Mit 8 Schaden. Ja. Nee, sind 9 Schaden, weil immer noch Waffenbalsam. Ja, okay, Waffenbalsam in den Bauch, was nochmal 1W6 extra Schaden ist. Ja, und mit dem 9 Schritt Höhe, der wird stürzen und gemeinsam mit dem Maru. Und dann würfel ich auch nochmal einfach für die ganz hinten. Ja, noch immer im Spalt hocken. Ja, gar nicht so schlecht. Eine 1 und eine 2. Eine 1 und eine 2. Soll ich gucken, ob ich die 1 bestätige? Bitte. Nee. Nicht bestätigt, gut. Dann hast du einmal die 4, da werde ich nochmal einen Würfel würfeln. Wieder ein P10. Das sind aber nur 2 Schritt. Wird eine unsanfte Landung, aber das kriegen die hin. Dann sind diese beiden hier gestrandet. Und haben eine Wunde. Und die anderen flattern weiter. Dann sind die Schützen durch. Eldar kommt wieder zu Bewusstsein. Warte. Ja, nee, die schaffen da eh nichts. Oder okay, wie viel Reichweite hat der Kurzbogen? 60 Meter maximal. Ja, dann. Die können die 1 würfeln. Ich glaube, die stehen hier drinnen. Ich weiß nicht, ob die die sehen. Nee, die stehen am Fenster. So. Okay, dann kann ich theoretisch auch nochmal mit den 7, 12,
22 schießen oder nicht? Versuch's. Ja, komm. Soll der Geiz, ne? Ja, bei 23 werden ja 1, 2 treffen. Das sind jetzt nur 20? Oder 2 haben vielleicht sogar getroffen. Eine 1 und eine 2 sehe ich. Und die anderen beiden treffen nicht. Und dann kannst du nochmal zweimal Schaden. Gucken, ob ich die 1 bestätige. Nein. Zweimal Schaden. Zweimal Schaden, ja. Oh. Da musst du jetzt aber auch bedenken, ist glaube ich schon minus 2 Schaden. Ja, also die nee, also das wird für minus Verletzung so. Diese Schaden, ja. Ah, okay. Das sind wahrscheinlich ein paar Treffer, aber nicht. Eltern kommen zu Bewusstsein. Abel mir zaubert weiter. Jetzt kannst du einmal den Zauber würfeln. Okay. Weil die Hälfte deiner Aktion durch sind und die Lederschwingen sind da. Gemeinsam mit den Marus. Ja, hau rein, ich kann den Schaden nehmen. Soll ich den Schaden schon auswürfeln, oder? Erstmal musst du ja sagen, wo du hinziehst. Da fehlen noch irgendwie ein paar Marus, also die unter den Lederschwingen oder sowas sind. Nee, das sind nicht 1 zu 1 Marus. Passt schon. Ja, ich würde Vespertier zählen hierhin. Ja, Moment. Der Ignisfero ist durchgekommen. Ja. Ja, aber dauert, wie gesagt, noch, ne? Also, du hast jetzt. Noch 3 Aktionen. Genau, 3 Aktionen noch und dann für Kolter ausgelöst. Ging nur darum, hätte ja auch sein können, dass du jetzt schon fehlschlägst. Mhm. Und mit einer meisterhaften Zauberkontrolle oder sowas kannst du ja auch abbrechen, wenn du das hart haben solltest. Aber nach der Hälfte wird eben ausgewürfelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lederschwingen. Ach komm, die fliegen einfach erstmal nur über dich und lassen die Marus fallen. Kann ich einen von denen gegenhalten? Ich könnte bestimmt nur noch angreifen. Also ich denke mal, wenn die landen, müssen die erstmal sich positionieren. Ich wollte gerade sagen, die werden diese Runde noch nicht angreifen. Du bist jetzt im Nahkampf. Das heißt, du kannst dich nur mit Passierschlägen lösen. Aber es ist bisher noch nichts weiter passiert. So, dann Jalen ist durch, Ömer ist durch, Kiaras Palikan hat auch schon gemacht, dann nächste Kampfrunde. Es sei denn, ich habe irgendjemanden vergessen. Die Befleckten. Und die Falkenbanner. Die Befleckten machen jetzt den Paktierer tot. Und das Falkenbanner hast du total vergessen, ja. Ja, das Falkenbanner würde sich hier zum Kapitän und Ömer. Ömer sieht ja so aus, als würde er wieder wegrennen, ne? Ömer sieht aus, als wenn er jetzt erstmal aufstehen will, weil er noch halb in der Hocke ist vom letzten Ausweichen. Der muss sich gleich erstmal aus der Hocke rausbewegen, also aus Anführungszeichen Orientierung. Ja, das heißt, dann würden die Falkenbanner sich hier irgendwo, ja, quasi positionieren und, ich weiß nicht, hier irgendwie so mit den Marus kämpfen. Blockieren vor allen Dingen. Drüben halt hinter uns gerade durch die Lücke. Ja, genau, vielleicht auch Ömer blockieren, wenn er weiterrennen will. Oder, ach nee, die Marus blockieren vor dir, klar. Ja, stimmt, die sind jetzt ja da, ja. Okay, Die drei Falkenbanner gegen den Humeria hier, das epische Battle, müssen wir noch weiter. Ja, mach halt. Ja, einer trifft. Ist ja umso besser, umso länger das Falkenbanner für dich gebunden ist, Frosty. Oh, da sind 10 Punkte Schaden. Haben wir einen Hebel? Einmal 10, danke fürs Gespräch, nächste Runde. 6 plus 3 plus 1 von Waffen. Naja, der Humeria kann auch angreifen, also sage ich nur. Ich beanspruche die blutige See nicht. Ich besitze sie. Sie ist mein Palast und ich bin ihr König. Nächste Kampfrunde. 11. Die Befleckten. Ja, die suchen sich den nächstbesten Gegner, den sie sehen. Da sie hier vorne keinen mehr sehen. Da. Dann los, beweg sie. Wie weit können sie laufen? Können sie 10 Meter laufen? Ja, ne? Prinzipiell schon. Sind die hier drin tot oder leben die noch? Das ist ein Brunnen, der ist genauso wie der Maro, der ist auch in dem Brunnen, also ich weiß nicht. Ich unterstütze es, dass der Maro in den Brunnen gestürzt ist. Ich denke auch, Frosty, der ist entweder in den Brunnen gestürzt oder er muss irgendwo daneben seitlich stehen. Ja, dann steht er im Brunnen. Oder steht auf dem Rand des Brunnens, wenn ein geiler Maro ist. Er ist ein geiler Maro. Er würfelt mal Athletik. Vielleicht ist er noch ein gestürzter Maro, wenn er doch nicht so geil war. Als letztes Gewandtheit konnte. Lass ihn ruhig drauf sein, komm. Ich schmeiß ihn also, um. Das ist jetzt mal so konnte die Körperkraft bei Gewandtheit, das kann er noch gut haben als Maru. Ich denke auch. Körperkraft hat er. Die beiden Amazonen hier drin tot? Okay. Tot. Also sobald die dann kommen, die dann laufen die erstmal in diese Richtung, um hier zu unterstützen.
Die Lederschwingen haben ihre Fracht abgelassen und fliegen wieder nach oben und beginnen jetzt mit dem Aussieben. Geschwindigkeit 15. 1, 2, 3, 3 Stück. 1, 2, 3. Schaffen sie Sturzangriff auf die beiden Schützen, die hier stehen. Nein, die MVPs. Richtig, die können das ruhig überleben. Die haben ein Schiff, die verbrennen den jetzt. Die haben kein Schiff. Die werden jetzt höchstwahrscheinlich da runtergestoßen und mit dem Fallschaden könnte das sehr kritisch werden. Ausweichen. Ah. Die Lederschwingen, was machen die denn? Krallen 15, 1, 2, 3. 1, 2, mal mit der 8. Ich möchte mal von... Ach, mal kontrolliert die. Gib mir mal 2 Selbstbeherrschungsproben, beziehungsweise Athletik. Nee. Oh. Also jeweils 2? Noch eine. Mit der 17. Komm, die 15 Eigenschaften haben. Der erste fällt runter. Der ist nicht so mutig. Size. Fall gematscht. So, das waren die ersten 3 Lederschwingen. Dann habe ich hier noch 1. 1, 2, 3. Da ist noch ein Maru. Hier ist noch eine Lederschwinge. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Das sind 4 Sturmangriffe auf die 4 von Eldar. 1, 2, 3, 4. Also Sturmangriff im Sinne von Sturzflug? Sturzflug, genau, danke. Entschuldigung. Können was passiert, wenn ein Sturzflug nicht gelingt? Ist das dann für die kritisch oder nicht? Schlagen die dann den Boden auf oder so? Das ist mit den Krallen, das ist dann einfach nicht getroffen. Also bei einem Patzer würden sie dann abstürzen, ja. Ach ja. Eldar, parieren? Ja, wenn die mich angreifen, ja. Plus 4. Nein. Also nicht auf Eldar, also nicht auf dich, aber auf deine 1, 2, 3. Ich glaube, dann wird denen jetzt Teile von ihrer Schulter weggerissen. Noch müssen sie ihre Piraten würfeln. Ja, fehlen noch 2. So, ich dachte, ich soll nur einmal würfeln. Autsch. Die 11 haben sie doch geschafft gegen die 4, wenn sie auf die 15 agieren. Ja, einer. Das sind 2. 2? Die letzten beiden sind doch 11. Ne, Moment. Eine 16, das ist nicht geschafft? Richtig. Ach so. Ja, und 2 Elfer. Mir wurde eben eine 20. Da lag eine 20. Ich wollte gerade sagen, mir wurde eine 20. Das ist immer egal, das darfst du nicht, das musst du ignorieren. Ich wollte gerade sagen, also Entschuldigung, dass ich das nicht gesehen habe, aber mir wurde eben eine 20 und dann bin ich auch wieder auf Map-Tools gewechselt. Okay. Ne, aber der Würfelwurf war am Ende doch eine 11 noch. Jo, einer wird nach oben gerissen mit der... Der mit der 16 wird nach oben gerissen, ein Stückchen Fleisch, was ihm da rausgerissen hat. Moment, Entschuldigung, tot ist er nicht. Er kommt gegen 5 Schadenspunkte, das ist wahrscheinlich irgendwas eine Wunde. Ah ja, ich wollte gerade sagen. Nee, Schluss macht mehr Schaden, warte. Token ist auf alle Fälle verwundet. So. Und die anderen Lederschwingen machen da auch gerade Blödsinn. Genau, dann habe ich die Lederschwingen durch auf der 11. Dann ist das Falkenbrenner dran, 12. Ich möchte doch ganz gerne das mal vorziehen. 18. Und zwar, der Maro, der auf dem Brunnen steht, kriegt einen Angriff zum Niederwerfen. Geil, wird er den parieren oder muss er sich erst noch orientieren? Nee, das hat er letzte Aktion schon gemacht, als er gelandet ist. Dann hätte ich doch. Das könnte er einfach parieren. Hätte ich doch ganz gerne noch einen Dreier auf hinten zu. Muss gerade gucken, parieren Maros überhaupt? Klar, mit ihren Waffen in den Händen. Jamisch Aquam. Ja. 17. Kann er einfach parieren, ne? Ja, Dreier Finte, habe ich gerade gesagt. Genau, Dreier Finte auf die 10. Na gut, schauen wir mal, was passiert. Nicht geschafft. Dann kriegt er hier einmal den Schaden. Das sind 19 und er darf eine Körperkraftprobe ablegen. Er schwert um den Schaden, den er über seiner Körperkraft erhalten hat. Wahrscheinlich ist er im Brunnen. Ja, komm, erzähl halt, was passiert. Brunnen ist leer. Ja, der Maru landet da drauf, braucht diese halbe Sekunde, um sich zu balancieren. Die nutzt er dann einfach und stößt ihn da mit dem Ellenbogen runter. Er kippt dann rückwärts, greift noch nach dem Brunnenseil, weil das haben wir ja schon gestohlen und fällt ab.